Es war ein warmer Frühlingstag am Bauheimer Strand. Die Badesaison sollte am nächsten Tag losgehen, aber vorher gab es noch was zu tun für mein Team und mich. Mit dabei waren Buggy und Buddel, die beiden Schaufelbagger, sowie Heppo, der blitzblaue Hebekran. Am Strand warteten wir auf Herrn Brauer von der Bauaufsicht. Dabei bemerkte Buddel, dass in der Strandmauer einige große Steinbrocken fehlten. Was für ein großes Loch! Wie kommt das dahin, Bob? Das war der große Sturm letzte Nacht, Buddel. Riesenwellen sind gegen die Mauer geschwappt und haben sie beschädigt. Guten Morgen, Bob. Ich hoffe, ihr könnt das heute noch reparieren. Hallo, Herr Brauer. Ja, das kriegen wir hin. Gott sei Dank. Unsere Strandmauer darf ja kein Schutthaufen sein. Morgen gehen die Frühjahrsferien los. Da kommen viele Gäste her, um sich zu entspannen. Entspannen, dachte Heppo. Und sein Blick schweifte über den Strand. Überall lagen Flaschen, Plastiktüten, Holzstücke und anderer Müll herum. Aber wer will denn an einem Strand liegen, der voller Müll ist? Herr Jemini, du hast recht, Heppo. Das geht wirklich nicht. Und es liegt überall Strandgut und Treibgut herum. Strand und was gut, Herr Brauer? Strandgut und Treibgut. So nennt man Sachen, die auf dem Meer herumtreiben und dann irgendwann an unsere Strände geschwemmt werden. So wie dieses Zeug hier. Also ist es alles Müll? Naja, das meiste. Aber als kleiner Junge habe ich oft Treibgut eingesammelt. Viele Stunden habe ich damit verbracht, den Sand nach ganz besonders interessanten Fundstücken abzusuchen. Wie dem auch sei, jetzt ist mir wichtig, dass der Strand für unsere Besucher in einem perfekten Zustand ist. Dann kümmere ich mich um die Mauer und Heppo, Buddel und Buggy um den Strand. Baby leicht, kein Problem, Bob. Danke, Bob. Dann lasse ich euch mal machen. Bis später. Bis dann. Oh, seht mal, da ist Charlie. Wo will der wohl hin? Charlie, der Mechaniker, fuhr mit seinem Motorboot die Küste entlang. Charlie hatte heute seinen freien Tag. Und freie Tage genoss er am liebsten auf dem Meer. Ich glaube, er geht nur ein wenig fischen, Buddel. Also dann, machen wir uns an die Arbeit. Okay, Bob! Während ich mir erstmal das Loch in der Strandmauer genau ansah, um zu entscheiden, wie ich es am besten reparieren konnte, durchkämmten meine Baufahrzeuge Buggy, Buddel und Heppo im wahrsten Sinne des Wortes den Strand. Wer weiß, welche Schätze wir zwischen all dem Strandgut und Treibgut finden. Oh, echte Schätze? Wenn wir Glück haben, dann finden wir vielleicht etwas ganz, ganz Besonderes. Oh, wie dieses Treibholz da. Oh. Heppo hob das Stück Holz mit seinem Greifarm in die Luft. Es war ein einfaches, etwas verschnörkeltes Stück Holz und im Grunde nichts Besonderes. Aber das liegt ja immer im Auge des Betrachters. Das ist doch nichts Besonderes. Damit kann man nichts machen. Außer wegschmeißen. Doch, man kann es anschauen, Buggy. Es ist wie ein Kunstwerk. So wunderschön. Wunderschön? Für mich sieht das nur nach altem Holz aus. Aber für mich ist es wunderschön. Und ich werde versuchen, noch mehr Treibholz zu finden. Wie du willst. Ich werde erst mal aufräumen. Okay, Team. Es ist Zeit, den Strand für die Frühjahrsferien fit zu machen. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Ich nahm meinen Stemmhammer und machte mich an die Arbeit. Ich musste die Zementreste am Mauerloch entfernen, bevor ich die großen Steinbrocken neu einsetzen konnte. Zur gleichen Zeit suchte Heppo den ganzen Strand nach Treibholz ab. Ich weiß nicht warum, aber er fand Gefallen an den Holzstämmen und Ästen. Buggy und Buddel kümmerten sich um den Müll, sammelten ihn auf und luden alles auf Buddels Ladefläche. Die war am Ende randvoll mit Dingen, die durch die Unachtsamkeit der Menschen im Meer gelandet waren und dann von der Flut an den Strand gespült wurden. Jeder hatte seine Aufgabe. Tja, bis Buggy ein Stück Treibholz auf Buddels Ladefläche warf. Na toll, noch mehr Müll. Nein, Buggy, sowas Interessantes schmeißt man doch nicht weg. Was? Schau dir mal diese tolle Form an. Fast wie ein Meerjungfrauenschwanz. Nö, sehe ich nicht so, Heppo. Das ist nutzloses Treibholz. Damit kann man nichts mehr anfangen. Wetten, ich kann doch was damit anfangen. Aber was genau, das weiß ich jetzt noch nicht. Sammle doch das ganze Treibholz auf einem Stapel neben der Rampe, Heppo. Dann kannst du später entscheiden, was du damit machst.
Okay, Bob. Magst du mir danach helfen, die Mauer wieder aufzubauen? Das mache ich, Bob. Für Heppo war es ein Kinderspiel, die großen, schweren Steinbrocken mit seiner Greifkralle in die Löcher der Strandmauer zu heben. Nicht nur ich machte große Fortschritte. Auch Buggy und Buddel hatten fast allen Müll eingesammelt. Nur noch ein Stück Holz lag da herum. Ihr kennt ja Buggy. Er wusste, dass Heppo das Treibholz lieber sammeln wollte. Aber es machte ihm einfach zu viel Spaß, Sachen mit seiner Baggerschaufel auf Buddels Ladefläche zu werfen. Haben wir denn jetzt all das Sandhut und Schreibgut? Strandgut und Treibgut. Sandhut und Schreibgut? Strandgut und Treibgut. Ja, genau das. Ist alles weg? Oh, warte, ich sehe da noch was. Entschuldigung, Möbi. Was hast du da, Buggy? Hä? Treibholz? Daraus könnte man echt interessante Sachen bauen. Ein hübsches Vogelhaus. Oder einen Zaunpfahl, oder? Ach, das ist doch nur Abfall, Charlie. Hä? Bitte, Buddel. Danke, Buggy. Alles eingesammelt, Bob. Gut gemacht, Buddel. Bringst du dann bitte alles zum Recyclinghof? Schon unterwegs. Wow, schau dir das Treibholz an. Es ist so hübsch. Das muss ich unbedingt retten. Tja, das Stück Holz, das über die Ladefläche von Buddel ragte, war einfach zu verlockend für Heppo. Also startete er seinen Motor und fuhr Buddel hinterher. Buddel hatte den Strand schon verlassen und rollte am Fluss entlang zum Recyclinghof. Heppo war dicht hinter Buddel und fuhr seine Greifkralle aus. Ich muss es nur zu fassen kriegen. Buddel! Ja, ups, das doch. Beim ersten Versuch hatte Heppo nur eine Ladung Müll zu fassen gekriegt. Enttäuscht warf er sie zur Seite. Er musste es wieder versuchen, aber es war gar nicht so leicht, das Treibholz zu erwischen. Nein. Oh, fast. Daneben. Wieder und wieder versuchte es Heppo. Am Ende war kein Müll mehr auf der Ladefläche. Jetzt war es einfach, das Holz zu schnappen. Ah, ich hab's. Bleib mal kurz stehen, Buddel. Hä? Was ist denn hier los? Danke, Buddel. Aber ich musste das schöne Stück hier retten. Entschuldigung für das Chaos. Aber dafür räume ich jetzt alles wieder auf. Und wie willst du das anstellen, Heppo? Sieh nur. Der ganze Müll war im Fluss gelandet und trieb langsam davon. Das war kein schöner Anblick. Oh nein, so eine Katastrophe. Jetzt treibt der Müll wieder zurück aufs Meer.